Ah, vielleicht habe ich Glück und der Drache ist hier. Das Kamera. Ja, das Kamera. Weil Revano, der hat gerade, der Ansatz war jetzt gerade dazu, das Kamera. Ich habe keine Ahnung, was er meint, aber er wird zu wissen. Ihr könnt ja mal zum Onkel schreiben, wo ihr mal einen gesehen habt, wenn der selbst zockt natürlich. Kann sein, dass wir dementsprechend auch mal ein paar Anhaltspunkte haben. Boah, er leckt schon wieder so mega. Es ist so Katze und Katzen gerade. Ja, was ist das eigentlich so schlimm? Liegt's an deiner Leitung oder liegt's an YouTube und die Streaming-Geschichte? Ich denke mal die Streaming-Geschichte. Also nicht, es macht jetzt keinen Unterschied, ob du jetzt auf YouTube bist oder ob du auf Nee, Twitch doch, wenn bist. ich Twitch streame, ist kein Problem, aber hier auf YouTube da doch ein bisschen. Aber ich muss auch dazu sagen, dafür ist auch die Qualität besser, ne? Also. Aber ich glaube, ich hab ja auch auf 4000 hochgedreht, anstatt auf 3500, wie ich sonst immer hatte. Ja, daran kannst du liegen, Onkel. Aber ich dachte hier, arg, möchtest du schon mal ein bisschen mehr streamen? Natürlich dann die Livestream-Aufzeichnung, die kommt dann natürlich in 1080p, ne? Das ist klar. Also Glück kann man das ganze Quark ja selbstständig einstellen. Komplett separat voneinander. Östlich von meiner Base, schreibt gerade Jan. Ja, wo war denn seine nochmal? Seine Irgendwo wieder Base unten. ist bei 23 78. Jetzt so. 23 78. Ja, wenn das seine Base. Achtung, die ist schwer, strengstens bewaffnet. Ach, da oben. Ja, Nein. ich bin völlig andere Seite, aber da fliege ich gleich mal hin. Nee, er schreibt auch noch auf dem PvE-Server. Du Achso, hast auf dem hier. Mikro im Mund. Warum? Komplett. Nein, ich hatte gerade Dampf im Mund. Also, das ist normal. Nee, der ist halt bei der riesigen Höhle, wo wir letztens waren. Also bei der 40, 33 oder? Dann östlich von seiner, das heißt in der Mitte auf dem großen Berg. Du musst immer Also davon ausgehen, dementsprechend. dass die Zuschauer das noch gar nicht gesehen haben. Ich habe Ja, ja also die, ich. wie gesagt, die Parts noch Ja, gar nicht mal dieses gerendert. Zuschauer, ja. Wie schon gesagt, Höhle. Ja, ihr seht's noch. Ihr werdet's noch sehen. Da passen zwei Leute rein. Mehr nicht. Da wird's ein bisschen eng, aber die ist gut gestrickt. Nee, also müssen wir dementsprechend ungefähr zu 40-40 hin. So circa. Ja, Jan, du musst immer dran denken, es Oder wo war die Stelle ist ein nochmal, wo wir bisschen den Höhlen Delay hier Wechsel im gemacht haben? Stream, von daher. Du hast Delay! Da war er gerade PvE Server schreibt. Alter! Was? Ihr seid doch nicht ganz koscher, ganz koscher, ganz La koscher. la 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 la. Ja, Gott. Okay. Apropos Nero, ich habe euch die Aufnahme gesehen. Ich hab mal reingeguckt und zwar die Frage, wo du nach einem Witz gefragt hast. Ich kenne jetzt apropos einen Witz. Ah, sehr gut. Soll ich dir mal erzählen? Okay, pass auf. Das hat mir, das, ich muss sagen, der wird Rivano sehr bekannt vorkommen, weil der hat mir den geschickt. Muss ich dazu sagen. Und zwar zwei Korrekt. Iren, ne, zwei Iren, die wollen saufen gehen. Merken aber, dass sie bloß noch 70 Cent einstecken haben. Also das heißt nicht wie saufen. Da sagt der eine zu dem anderen, hey, pass auf, wir kaufen uns einfach eine Bockwurst beim Fleischer. Und ja, lass uns erstmal eine Bockwurst kaufen. Und der andere, der guckt so fragend und ja, die kaufen sich halt eine Bockwurst beim Fleischer und stellt sich so dahin und da sagt der eine zu dem anderen, pass auf, jetzt haben wir die Bockwurst. Jetzt machen wir es so, wir gehen in den ersten Laden rein. Dann saufen wir dort ein 1, 2, 3 Bier. Dann fange ich an, die Bockwurst rauszuholen unten an meinem Hosenschlitz. Und du kniest dich vor mir nieder und fängst an zu lutschen. Okay, gesagt, getan, ist in die erste Kneipe reingegangen. Der holt die haben seine 2, 3 Bier getrunken. Der holt seine Bockwurst raus und der fängt an, schön genüsslich zu lutschen. Und au, 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 au. Und au. Warte, ist es Au, auch mit dem warte Witz? mal, nein, das ist nicht und warte mal, fuck, Alter. Und der fängt und der, auf einmal der Gastwirt sagt, raus hier, ihr Schweine, solche Schweinereien will ich hier überhaupt nicht haben und bla bla.
Und ja, werden halt rausgeschmissen und draußen vor der Tür sagen sie so, ja, und hast du was gemerkt? Ja, wir mussten nicht bezahlen. Ja, na siehst du, dann, ne, weißt du Bescheid, das machen wir jetzt weiterhin. Und die gehen weiter und weiter und weiter und machen eine Kneipentour nacheinander und machen immer weiter, immer weiter. Und nach der 12. Kneipe kommen sie rotzbesoffen aus der Kneipe raus, ne? Und da sagt der eine, boah, Alter, also ich muss jetzt ehrlich sagen, ey, jetzt müssen wir langsam mal Schluss machen, mir tun auch schon die Knie weh, wie Sau. Da sagt der andere, ah, scheiß doch auf deine Knie, ich hab vor 6 Kneipen die scheiß Bockwurst verloren. Ich fand den gut, ich fand den Knaller. Okay, Schokreuz, Quatsch, ich sag schon Schokreuz, ich mein, Janik, dein Adler ist im Arsch. Die lässt mich aber nicht in Ruhe, die scheiß Wölfe. Geiserisch, also meine ich doch, geiserisch. Janik, meine ich doch, hab ich doch gesagt, nett? Schluckholz. Schluck-Ultra-Sein, glaube ich. Ja, es ist. Nordöstlich von meiner Base auf dem PvE-Server ist ein See, etwas nördlich von diesem. Schreibt gerade der liebe Jan. Okay. Ja, Jan. Oh, scheiße. Nein, Popschutzgeräusch. Doch, meinst du, du hast den Popschutz gerotzt? Boah, fuck, ja, wieder so ein Scheißvieh. Das gibt's doch gar nicht. Wie schnell sind die denn? Jan, du kennst doch die Karte einigermaßen auswendig. Meinst du den kleinen See auf der 42, 42 oder meinst du diesen kleinen See, diese kleine Bucht oben auf der 30, 48 ungefähr? Gib da mal Bescheid. Ich glaube, er meint, ja, diese kleine, dieser kleine See. Boah, schau jetzt mal hier ab. Ich hab keinen Bock, das Vieh zu verkacken. Die laufen mir immer noch hinterher, das gibt's doch gar nicht. Sieht man erstmal, wie lahmarschig dieses scheiß Adlervieh überhaupt ist. Weißt du was, ich tämme jetzt mal irgendwas, was fliegen kann. Scheiße, ey. Du kannst mir mal helf mir mal bitte. Tu mal hier unten die Wölfe weg. Irgendwer fliegt hier gerade über mich her. Hier unter dir. Wer ist denn das? Nero. Bitte, ey, hau mir mal die scheiß Wölfe weg. Oh, oh, es leckt wieder. Was seid ihr denn da? Hallo? Ja? Boah, das war jetzt so ein Glück, dass gerade Nero kam. Mal ganz ehrlich. Oh, es leckt und leckt und leckt, Alter Schwede. Alter, ich brauche einen Sattel. Mein Gott! Dieses Drecksscheiß Hirschvieh. Muss auch mal langsam tot gehen. Das heißt ein Hirsch, das heißt Hirsch. Das ist ein Hirsch. Mindestens 4 SCAs. Da, danke dir, Nero. Ich denke mal, du hast du bestimmt los. Hast du bestimmt alle gekillt, oder? Ja, ja. Oh, danke dir. Die ging mir jetzt so auf den Sack, die Viecher. Meine Energie war schon völlig runter von dem scheiß Vieh. Und ich wundere mich, warum höre ich Kampfmusik, was? Ach, du bist hier bloß zufällig lang geflogen, oder? Ja. Warte mal, geht ein Ritter in eine Apotheke und fragt, hey, hast du mal ein Mittelalter? Oh, der kam später, aber er kam doch noch an. Also, ich würde mit dem Adler nicht mal allzu viel machen. Was? Ich würde mit dem Adler nicht mal allzu viel machen. Ich will aber da unten die Kristalle haben, ich bin nach deinen Kristallenjagd hier. Mach mal den Wolf da unten noch kaputt. Da kann ich mir die Kristalle hier abbauen und dann... Also, Janik, dein Adler blutet aus allen Körperöffnungen. Kannst du den mal noch da unten kaputt machen? Dann kann ich ihn nämlich mitsammeln. Onkel? Ja? Wenn der Vogel überlebt, denk dran, du hast den Ruf zu verlieren.
Ja, das findet Miller ganz lustig. Richtig. Ja, wahrscheinlich. Ja, scheiße, ey. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin verwirrt. Das ist ja nichts los. Nee, eigentlich will ich jetzt den Sattel wiederholen, aber dafür müssten wir einen Flapsi oder so ausleihen. Aber nachdem da hinten ein paar Mistviecher Aggro auf mich sind. Ja, mach Flapsi leer und dann, wenn da irgendwas drin ist, ansonsten nimmst du das Vieh drei. Bei Terra, das finden wir ganz schnell wieder. Na ja, gut. Ich bin zu fett! Hat man doch schon mal das Thema. Ich sammle dir Thatch. Du sagst, ich bin fett! So, Müller, wo war nochmal der komische Taming Pit? Das muss ja hier hinten irgendwo sein. Alter, du musst eigentlich nur über den Fluss rüber. Über und welchen? Dann ist das schon da. Ja, der bei uns in der Nähe. Wenn du beim großen Tor rausgehst. Ja. Ja, gerade. Wie es wieder leckt, ey, wegen dem scheiß Kristall. Hier müsste irgendwo die Leiche von dem Vieh sein, glaube ich zumindest. Aber hier müsste. Aber im Gegenzug müsste auch hier irgendwo ein Bronto sein. So, aber ich glaube, wir müssten jetzt die 100 zusammen haben. Nero. Das Problem ist, dass wir mal 1, 2, 3, 4. 8, 19, 11 Wände brauchen. 11 Wände brauchen. Also 1100, also das heißt 1100. Also 25 mal 11, genau. Das ist allein nur für die Wände. Ja, nice. 25 mal 11. Ja. Oh Gott. Hä? Das geht doch eigentlich. Ah, das muss doch kräftige EP dann geben. Ist aber nur für die Wände. Da fehlt noch das Dach, die Schrägwände und weißt du geil, was da alles ist. Und alles andere. Ja. Nein, komm her. Kommen Sie mir? Schlecht. Gut. Warum noch mal Bending? Fehler mach ich jetzt nicht nochmal. Och, gibt es nicht irgendwo einen Ort, wo 300.000 Kristalle sind? Verletzend. Ich will jetzt den Terran oder Level 120 haben. Ich will auch so viel. Ja, Gold wird mir ja schon schicken. Also, ich muss ehrlich sagen, dafür, dass hier 5 Leute und sind wir ganz schön ruhig. Jo. Oh Gott. Ja, gut, sagst du irgendwie was? Richtig. Ich hab einen Spino hier hinten. Was für ein Level? Wo soll ich das wissen? Geh mal hin und sag mal Hallo. 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 Ich würde gerade dann hier Level 51 und hab kaum Stamina. Wenn ich dem Hallo sag, bin ich weg. Was sagst du denn Hallo? Zück den dir doch ein. Mach da einen auf Swiffer und dann war's das. Ach, Satschen, manchmal würde ich gerne. Manchmal wäre es so ein Träumchen, wenn er nicht so immer so die große Fresse haben würde. Lacht, oh Gott. Lacht. Warum? Wieso? Oh, ich kann von Spino wegrennen. Ja, rennen kann ich auch. Ich streiche jetzt den sogar auch. Und dann kann ich weg. Oh, Alter. Oh, warte mal, Rivano schreibt gerade. Warte mal. Du bist die netteste, wunderbarste und allerschönste Frau, die ich je gesehen, getroffen habe. Ach komm, du willst mich doch nur ins Bett kriegen. Und was? Intelligent bist du auch noch. Hä? Beim zu wem anlegen? Das ist ein Witz wahrscheinlich. Beim Verkehr sagt die Frau, nicht. Sag mir richtige schmutzige Sachen. Ja, Küche, Wohnzimmer, Bad, der ist doch alt, Rivano. Der ist wirklich alt. Ich will jetzt nichts sagen, aber kann das Rivano das Ganze für mich reinschreibt? Oder Rivano, du? Das ist alt. Nee, das hat gerade Rivano geschrieben. Ja, ich habe gerade die letzte Witze vorgelesen. Das ist gerade... Naja... Rivano, der eine Witz war gut, das heißt nicht, dass alle von dir gut sind. Aber der Witz war wieder gut. So gut. Hier ist der Taming Pit, das heißt, der Hinweis war eigentlich. Oh Gott. Oh nee. Otto. Ah. Mann, Kretzel gibt doch noch Gas, das ist viel, ey. Dann bleiben die Taschen da eine Viertelstunde, ne? Ja. Bist du wieder tot, oder? Was? Nein, ich suche immer noch die scheiß Tasche von dem Archie. Der hat ja immer noch den scheiß Sattel.
Eigentlich hier hinten irgendwo sein. Blöd. Nöd. Wie er davon springt. Ich flieg jetzt mal in die Höhle, weil die ja, natürlich. Lock mich doch zu den scheiß Säbelzahntigern, du Arschloch. Hey, wir haben uns alle lieber, so als Maul. Okay, Wichser. Alter, wie das gerade leckt. Gott. Alter, ich seh... Vogel, hast du eigentlich schon mal die Höhle gesehen auf der Insel? Wo das so... Die kleine Insel mit dem großen, mit dem runden Wasserloch? Ja. Hab ich schon gesehen. Gerne mit dem großen Loch. Das ist nur ein 8er Spino. Mein Gott, was ist denn das für ein Vieh, Alter? Wer? 104er Level Hirsch. Ich muss hier hin. Da. Ah, ein Kompi. Ach nee, das sind die Löffel. Denkt mal, wir haben noch Kompi Level 100 im Taming Pit sitzen. Ehrlich? Ja. Haben wir nicht dazu. Und Primate mit einem Pteranodon, der unausgewachsen ist, also gefühlt von den Werten her. Um was zu reißen, wird auch ein bisschen schwierig. Nur 5 Zuschauer? Ja, nee, das ist doch normal, dass wir keine Zuschauer. Also das eine wäre Jan, das andere wäre Revano, dann bleibt noch Mo. Ja. Yannick, weil der will unbedingt sehen, was mit seinem Flugdino los ist. Ja, Yannick. Der ist gerade bei dem. Okay. Wow. Ey, immerhin kennen wir alle unsere Zuschauer. Amsrock ist auch noch da. Amsrock ist der Beste. Ja, der hält nur gerade das Maul, weil der Schlauste davon ist. Der schreibt dann einfach: Ja, Küche. Nero, wolltest du nicht noch nach einem Kackkäfer gucken? Ja. Das Problem ist echt manchmal das Delay, weil er schreibt gerade: Kann mir nicht passieren in Berlin. Keine Ahnung, was du damit meinst. Ich glaube, da haben wir einen Faden verloren jetzt wieder. Wie viele Perlen brauchen wir eigentlich für den Quetzel? Ich glaube 40 waren das. Viel zu viele. Aber ich guck mal nach. Jo, guck mal nach. Und okay, ich jetzt hier an der Einstellung. Ich wurde gerade vom Jan bestätigt, also habe ich zumindest noch nachgeguckt. Hösch schreibt mit zweimal SCH. Ja, wir brauchen noch 5. Bist du ein Quatschkopf? Alles klar. Nein, steht im Duden. Ach, du bist doch im Duden. Echt? Danke. Hösch schreibt man gerade. Erzähl jetzt so einen Scheiß, Alter. Das glauben die Leute noch. Die jungen Zuschauer, die denken jetzt, die kommen dann in die Schule Diktat schreiben, wisst ihr? Und die schreiben dann Hirsch mit doppelt SCA und die sagen dann hier, Gero Schenkel-P, die Idioten haben das gesagt. Wisst ihr? Ja und? Da wird es weitergeführt an mich und da steht dann Hessisch drüber, das ist eh schon klar, alles klar. Hier, Jung, hör auf, lass gut sein, dein lieber Deutsch. Ja, um Ruf zu verlieren, Noxi. Ich hab Ruf? Ich hab Ruf! Also 17 Perlen habe ich jetzt schon. Ja, mach dir gut, Amsrock. Das Fasching ist das Dümmste, was es überhaupt auf der Welt gibt. Fasching, Karneval, das ist doch dämlich, ist das doch. So, perfekt für Bummel, ey. Der größte Nonsens. Aber naja, also gut. Es gibt halt Leute, die mögen's, aber... Ich finde es Spaß, ich wollte es mal aufhören. Was? Am Samstag du mit 16 oder 4 raus, den Wodka und dann ist ab. Okay, wo hättest du jetzt Lust? Stimmt, ich guck mal rum. Mein Morgen. Ich guck gleich nochmal rum. Gute Nacht. Tschüss. Yo, tschüss. Hallo. Tschüss. User disconnected from your channel. Also auch haben Frauen. Ach, Revano erzählt schon wieder Witz. Ich will gar nicht vorlesen. Ach, Revano, ich hab mit Tudio und Stützen. Wir haben Frauen. Was haben Frauen und Handgranaten gemeinsam? Ziehst du den Ring ab, ist das Haus weg. Ey, der ist gut, komm Leute. Das alt, so. Das uralt. Ist doch scheißegal, Mann, der ist gut. Ha, 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 ha,
alt und trotzdem bist du auch gut, oder? Was? Ja, du bist alt und trotzdem bist du auch gut, oder nicht? Ich bin ja auch kein Witz, ne? Naja, also... Ich glaub nicht, weil ich fahre dann an die Tankstelle. Also... Erstmal eine Tankstelle Karlsberg hole. Hey, Flasche Wodka oder so. Will er da sauft ihr denn heute alle? Ich mach noch gar nichts. Ich hatte eben eine Pizza bestellt und gleich gibt's Essen rum. Das Essen ist Pizza bestellt. Alt, aber warm. Mhm.